der Freedom Day 9 aufs Volksfest da jetzt rein. Hätte man das nicht besser kombinieren können? Ja, das war eine Peinlichkeit. Sie sind von Heute Show Praktikant. Üben Sie noch. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, ein ganz herzliches Servus, Prost und willkommen hier live von Würzburger Frühjahrsvolksfest. Ja, ein Jahr ist es nun schon wieder her und heute ist es endlich wieder soweit, der große Bieranstich. Man munkelt, unser Ministerpräsident Markus Söder wird auch wieder dabei sein. Und wenn er da ist, dann bin ich natürlich nicht weit davon entfernt. Drum, auf geht's! Ja, ich freue mich riesig aufs Frühjahrsvolksfest. Und passend bricht auch der Frühling aus und man sieht es an der alten Mainbrücke und ich bin mal gespannt, wie voll heute das Fest wird. Ich glaube, man bräuchte fast schon für das kleine Kiljani das große Festzelt aus dem Sommer. Freuen Sie sich auf Markus Söder, dass er auch wiederkommt? Ich finde das toll, dass er wirklich Lust hat, dann auch nach dem letzten Jahr dachte, ich will hier wieder hin. Das ist schön, das spricht für uns auch als Gastgeber und wir merken, dass wir einen fränkischen Landesvater haben. Söder, freuen Sie sich aufs Festzelt? Ja, sehr. Die Saison wird wieder eröffnet und diesmal ohne jede Sorgen, ohne Ärger und nur einfach pure Lebensfreude in schwerer Zeit. Das tut es gut. Ich habe den Oberbürgermeister gerade auch schon gefragt. Haben Sie irgendeinen Party, irgendeinen Dance-Move, irgendwas, was man hier machen könnte im Festzelt? Die Bayerische Staatsregierung ist praktisch immer im Dance-Move, ja. Das ist ganz normal. Wobei ich ja hoffe, ich habe gehört, es ist nicht mehr verboten, dass die Stadt Würzburg akzeptiert, wenn jemand irgendein Lied singt, dass man sich einfach darüber freut und dass es da keine Sonderkommission im Stadtrat gibt. Können wir einmal alle zu dritt so in die Kammer machen. Okay, machen wir auch. Esst, was ihr wollt, trinkt, wie ihr es könnt und singt, was euch gefällt. Wir brauchen keine Beschränkungen. Ob das Frühlingsfest oder Kiljani, Würzburg kann mit dem Oktoberfest locker mithalten, liebe Freunde. Locker! Herr Söder, ein Schlag hat er gut gemacht, unser Oberbürgermeister. Sehr gut, ich habe ihn auch motiviert. Und jetzt geht's noch raus, oder? Jetzt geht's Wiesenland fahren. Wir waren nur für Markus da. Shoutout Markus Söder. Und damit fährt er auch schon wieder weg, unser Ministerpräsident Markus Söder. Schön war's, dass er hier war. Haben Sie irgendwas zu empfehlen in der Attraktion, die man unbedingt fahren muss? Also ich habe da schon so ein Fahrgeschäft gesehen, da will ich auf jeden Fall nochmal rein. Und ansonsten natürlich Bier. Ja, ja, ich sitz schon wieder dicht in einem Flieger. Alles egal, denn der Bass knallt brutal. Und ich sitz schon wieder dicht in einem Flieger. Alles egal, denn mein Kopf macht nur lang. Das war sie, die Eröffnung des Frühjahrsvolksfestes 2023. Nächstes Jahr sind wir da natürlich auch wieder dabei und ich gehe jetzt erstmal meine Runde feiern. La, 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 la.